Welcome back to another German Food Review, and it's Fassbrause time, Rixdorfer Fassbrause, it's a lemonade. Okay, and this stuff is from Berlin. Where is it? Here, Berlin tradition. And what is Fassbrause? Yeah, Fassbrause, it's a lemonade. It's malty and fruity, like old fruits, but let's see how good or bad this one here is. Rixdorfer. I don't know Rixdorfer yet. So let's try it. Price for this tiny bottle, third of a liter, I think 69 or 79 cents or so. And there's sugar in it and malt extract. Yeah, and aroma, whatever the aroma is, and calories 39. Okay. So it's not lower than usual. Nearly 10 gram or 10% of sugar. Okay. Yeah, let's open it and let's taste it. And yeah, Fassbrause is quite heavy. It fills you up quickly or so. I don't think you can drink 1 liter of Fassbrause. That's really tough. Let's open it. And there's smoke. But yeah, if you can, leave a comment, of course. Sniff test. Oh, okay. Yeah, like I said, old fruits, but super old fruits. Oh, stinky. Is this thing still fine? Yeah, looks like it. Oh, I'm not sure if I want to drink this. I don't know. But okay, let's try it. But it smells like it's not so fresh anymore. So it's like too old. Let's pour it in. Are there pieces inside? Okay, let's try it from the glass first. Sniff test. Okay, no, that's better. What is wrong with the bottle? Yeah, the bottle stinks. I mean, this here, the top of the bottle, like super concentrated or so, again from here. Yeah, this here is fine, it smells malty, but this here smells like rotten feet. Yeah, not very good. Anyway, I need a thumbnail, so let's try it post. Yeah, carbonated as hell. And malty and old fruits and sweet, of course. Sweet old fruits and malty. That's Fassbrause. And it's quite nice sometimes, not always. Prost. Oh, that's too carbonated for me. Should I shake it? I don't know, the bottle is too small for that. Yeah. Too much carbonation for me, but the flavor is quite nice. There's a lot of malt in it. I like that. Yeah, it's more malty than fruity, I think. Prost. Yeah. Not bad. This tiny bottle is a little too expensive, but there are bigger ones that are not that expensive. Like for one liter, I think. 20 or 30 cents more than this bottle here. That's ridiculous, isn't it? Yeah, thumbs up for Rixdorfer. Fassbrause. Yeah, do you know Fassbrause? Leave a comment. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt eine Fassbrause, und zwar die Rixdorfer Fassbrause. Das ist eine Limonade. Und diese kleine Flasche hier kostet, glaube ich, 69 oder 79 Cent. Okay, kleine Flaschen sind ja meistens so teuer, aber eine große 1 Liter Flasche kostet nur so 30 Cent oder mehr, also so mehr. Das ist richtig eine Verarschung. Aber okay, muss man durch. Ja, Fassbrause, kennt ihr Fassbrause? Schreibt mal einen Kommentar. Das ist hier die von Rixdorfer und ich glaube, die kenne ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht offline getrunken. Aber ich trinke manchmal eine, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit Jule. Oh, fällt mir bestimmt gleich ein.
Drehorgeljule, ja, das ist eine sehr leckere Fassbrause, aber die ist ganz schwer, davon kann ich nur einen halben Liter oder so trinken, dann brauche ich nichts essen, bin ich schon voll. Okay, das hier ist eine Fassbrause, eine Erfrischungsgetränke nach Berliner Tradition. Und das drin Wasser, Zucker, Kohlensäure, Aroma und Malzextrakt, ja, schön malzig. 39 Kilokalorien oder Kalorien, ja, man sagt Kalorien, nicht Kilokalorien. Niemand sagt Kilokalorien, nur die richtig pingeligen. Und 9,6% Zucker. So, schon ziemlich viel Zucker. Merkt man gar nicht, so süß ist die gar nicht. Also schon süß, aber 10% schmeckt in anderen Getränken viel aggressiver. Okay, dann werden wir mal. Ach ja, ich habe die aufgemacht und dann natürlich einen richtigen Sniff-Test durchgeführt. Und das werde ich jetzt nochmal machen. Und Mann, das stinkt, ey. Das stinkt halt wie verrottete Füße. Total furchtbar. Ich dachte erst, die ist schlecht, aber ich glaube, das hier ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, steht da drüber. Okay, aber das kann man nicht drin schnuppern. Boah. Dann habe ich es eingegossen, um es nochmal zu schnuppern. Werden wir nochmal machen. Ich weiß nicht, was damit falsch ist. Aber das hier stinkt. Das hier ist ein Test. Ja, riecht wie normale Fassbrause. Man riecht sogar den Malz raus. Keine Ahnung, was hier oben falsch ist. Vielleicht ist da was drauf und die wollen mich vergiften. Keine Ahnung. Wir können mal was testen. Hier ist der Deckel. Jetzt werde ich mal an dem Deckel hier schnuppern. Ja. Boah, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht stand die auch zu lange oder so. Ja. Also, falls keine Videos mehr kommen, dann ist wahrscheinlich diese Stinke schuld. Prost. Ja, es hat sehr viel Kohlensäure, etwas zu viel für mich. Das ist mir dann etwas zu sprudelig. Aber der Geschmack ist gut und der ist mehr malzig als fruchtig. Mir liegt das. Malzgeschmack ist schön. Ist natürlich auch fruchtig. Aber man schmeckt den Malz wirklich raus. Und ja, ist schon süß, aber jetzt nicht so. Man würde, glaube ich, schätzen so 7 Gramm oder so. Ja, schon ein bisschen süß, aber jetzt nicht übertrieben süß. Passt auf jeden Fall. Durst, Prost. Ja, würde gerne wissen, was mit der Flasche hier los ist. Schnuppert mal. Nee, macht lieber nicht. Ja, kann man trinken, gibt es nichts dran auszusetzen. Aber da ist mir zu viel Kohlensäure drin. Ich weiß nicht, ob es bei den Großen auch so ist, ob da überall dieselbe Menge an Kohlensäure drin ist. Aber das ist hier mir zu viel. Da müsste ich schütteln. Aber mit so einer kleinen Flasche und so geht das nicht. Prost. Aber es schmeckt gut. Ja. Okay, jetzt wird es ein bisschen süßer. Trinkt ihr Fassbrause? Ist eigentlich eine Warnung wegen Alkohol drauf. Aha, ist hergestellt von der Berliner Kindelbrauerei. Aha. Ist ja interessant. Ja, das Bier würde ich nicht trinken, aber die Fassbrause geht schon. Bekommt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, nicht jede Fassbrause stinkt so wie erbärmlich wie dieses Teil hier. Aber schmecken tut es ganz gut. Keine Ahnung, was damit los ist oder war. Egal, für den Geschmack gibt es einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.